So, wir bauen ein neues Weekend League Team. Und das Team nennen wir Zweite Liga. Nie mehr. Oh nein, der ist noch besser. Sorry an alle Schalke, aber der ist wirklich besser. Ein Spender! Ey, feststellt das. Ein Spender! Meine Pläne waren folgendermaßen. Zeige ich euch. Son, Harry Kane Team of the Season, Dele Alli. Ihr fragt euch jetzt, hey, das ist doch gar nicht Harry Kane Team of the Season. Richtig, musste ich abstoßen. Hat sich also auch ganz schnell wieder erledigt. Also müssen wir uns was anderes überlegen. Ja, ich hätte noch ganz gerne Van Dijk drin. Also ich würde gerne Van Dijk und Son einbauen, weil ich die ja beide in Rot habe. Die Question ist nun, oh ja, Akinfenwa ist big. Akinfenwa hätte ich echt gerne drin. Das Ding, ich will auch schon so ein bisschen hinsichtlich für Bundesliga-Tots bauen, dass wir halt nicht wieder umbauen müssen. Weil es nervt aktuell, dass ich immer Weekend League Teams baue am Mittwoch, die ich eigentlich nicht zock. Das will ich diese Woche anders machen. Das heißt, ich würde ganz gerne, wenn es geht, zum Beispiel irgendwie schon Nkunku einbauen oder Schlotterbeck. Also so Leute, auf die ich auch Bock habe, wenn die einen Tots kriegen. Oh, stimmt. Guter Call. Defoe und Akinfenwa, grüner Link. Ist cool. Das Ding ist bei Defoe, wir haben ihn schon gezockt. Ich glaube, dann droppen wir. Also ich habe das richtig verstanden. Ich glaube, am liebsten würdet ihr Alli droppen, oder? Ich glaube, das halte ich persönlich auch am sinnvollsten. Weil ich glaube, Alli und Bellingham wäre schon eine sehr offensive Doppel-6. Und von allen denen, die wir hier haben, würde ich dann Alli auch am ehesten droppen. Cole Hero Captain. Ist ein guter Call, ja. Ich überlege nur gerade, welche Formation das werden muss. Aber Cole ist wirklich eine verdammt gute Idee. Ach, verdammt. Lol. Den habe ich auch noch gar nicht gezockt. So, er wäre full. Er wäre full. Keine Probleme. Ich zeige euch ja mal ganz kurz. Ich finde die Idee übel geil. Es ist voll nice. Bin ich lost oder ist es voll nice? Ich finde es voll cool. Lass uns das mal merken. Also klar, es sind ein, zwei Kompromisse drin. Man kann Teams schöner linken. Aber rein von der Idee finde ich es geil. Rein von der Idee ist cool. Ja gut, man könnte links Tanganga nehmen, ne? Der ist vielleicht besser als Reguilón. Ja, Reguilón 83 Ausdauer, ne. Sehe ich mich nicht. Andererseits, Chat, sage ich euch ehrlich, ich finde, da hat gerade einer den Nagel auf den Kopf getroffen im Chat. Er hat nämlich gefragt, was hat das mit Bundesliga-Tots zu tun? Und Bruder, ich bin bei dir. Wir haben jetzt hier auf Krampf Bellingham eingebaut. Wenn man es anders linkt, könnte man safe bessere oder könnte man mehr Bundesliga-Tots einbauen. Das stimmt halt schon. Aber ich probiere mal, ob wir vielleicht was machen können, wo am Ende mehr Bundesliga-Tots mit drin sind, potenziell. Ich finde, plus eins, wenn ihr findet, der Bruder hat recht. Ich finde, der Bruder hat recht. Ich fange mal lieber, ohne Witz, ich fange mal lieber bei den Spielern aus dem Bundesliga-Tots an, wo ich weiß, auf die habe ich am meisten Bock. Also ich sehe mich am meisten bei Nkunku und Bellingham, sage ich euch ehrlich. Da weiß ich, auf die habe ich Bock. Chat, ich sag euch ehrlich, ich glaube am einfachsten ist, wenn wir Son rauslassen. Weil dann spiele ich 4-2-2-2 und ich habe den Akinfenwa-Kopfick nicht. Weil da mache ich es einfach so. 4-2-2-2. Butz. Hier den Kollegen hin. Wo ist er? Son ohne Kane unmöglich, ja. Plus 1. So. Abfahrt. Oh, ich hätte was ganz Böses für enge Raute. Ich habe wirklich was ganz Böses für enge Raute. Also was Gemeines. Ich habe was Gemeines. Florian Wirtz auf der 10. Kimmich auf der 6, Bellingham auf der 8, Nkunku auf der 8. Wirtz auf der 10, die beiden im Sturm. Rechtsverteidiger Frimpong, Team of the Season. Ja, ja. Oh ja. Wo ist denn Frimpong? Oh ja. Oh ja.
Oh ja. Ja, ja. Ja, das Ding ist durch. Das Ding ist durch, Chat. Ich nehme jetzt hier einfach mal den Desai. Dann kommt Linksverteidiger. Wer auch immer Bundesliga Team of the Season auf der linken Seite wird. Ich für meinen Teil glaube, es wird Davis. Und ins Tor Alisson. Ja, Bro, dann haben wir 2, 4, 6 Bundesliga-Tots drin. Wir hätten 6 Bundesliga Team of the Seasons drin, Chat. Frimpong, Kimmich, Wirtz, Bellingham, Nkunku, Günther. Ich sag euch ehrlich, lass machen. Ich weiß zwar nicht, wie es mir leisten soll, aber der Rest ist geil. Ist vielleicht doch im 4-2-2-2 einfacher? Ist es das vielleicht? Wenn ich hier eine Icon hinstelle, ich glaube, das könnte es sein. Folgende Idee. Hier eine Icon stellen. Nation Link mitnehmen. Vieira Moments. Upsala. Ich nehme jetzt einfach mal den Prime, weil ich den habe. Ich schwöre, ich finde es cooler. Und dann kann ich hier nochmal eine neue Seite hinmachen. Dann habe ich Bellingham und Nkunku Tots drin. Dann ist es nicht komplett Bundesliga-Overload. Und dann kann ich mir das Team auch realistischerweise leisten. Ja. Innenverteidigung so ekelhaft, ja, komplett. Ich hätte noch eine andere Idee. Du nimmst einfach irgendeine Icon. Ich glaube, ihr hattet Essien reingeschrieben. Essien Moments. Und dann gehst du einfach hier mit Wirtz. Wirtz und Frimpong. Ja, das ist viel geiler. So, dann kannst du hier sogar noch drehen. Dann hast du auch nicht den Abfuck mit Overlinked. Dann sieht es nämlich ehrlich ganz cool aus. Fuck it, bauen wir jetzt hier sogar ehrlich noch ein No Links Wasted. Ich gehe kaputt. Ich gehe kaputt. Das wird wirklich ein No Links Wasted. Ich gehe kaputt. Ich gehe komplett kaputt. Halleluja. Halleluja. Ich gehe kaputt. Ich sag euch ehrlich, Chat, wir lassen es so. Das ist ein geiles Team. Wir hätten am Ende 4 Bundesliga-Tots im Team. Ich habe die Karten eingebaut, auf die ich Bock habe, außer Son. Ich finde es nice so. Vor allem die Links sind auch komplett symmetrisch. Das ist eigentlich übel das sexy Team. Ich überlege, gehe ich wieder mit De Gea oder gibt es einen anderen coolen Premier League-Torwart, den man nehmen kann? Also plus 1, ich finde das Team ist geil. Ich finde, wir haben echt was Cooles rausgeholt. Ich habe nicht kommen sehen, dass wir da noch was rausholen. Weil ich war mit dem... Das ist jetzt ein Team, mit dem ich zufrieden bin. Ich weiß nicht warum, aber ich war mit dem Teams davor irgendwie nicht zufrieden. Kein Plan. Weiß nicht, woran es liegt. Ich meine, letztendlich sind es jetzt auch nur 3 Ligen. Wir haben jetzt auch nicht das Rad neu erfunden oder so. Aber ich finde es so echt nice. Also Chat, seid mal ehrlich. Overhype ich? Oder ist das Team wirklich absolut richtig geil geworden? Ja, das sieht halt jetzt aktuell scheiße aus, ne? Aber das wird ein Tots, das wird ein Tots, das wird ein Tots und das wird ein Tots. Ich sag euch ehrlich, das ist übergeil. Ich finde das mies cool.